Mannheim in Gelb, die erste Ecke, Marc Statterer. Und Martinovic mit der ersten Gelegenheit. Dominik Martinovic, er weiß, wie es geht, hat schon 11 Saisontore. Der Sportclub aus Verl mittendrin im Abstiegskampf, aber zu Beginn mit wenig Respekt. Der Ball läuft gut und kommt zu Christopher Lannert. Lannert, keine schlechte Situation, aber er trifft den Ball nicht richtig. Keine Gefahr für das Mannheimer Tor. Die Waldhöfer, man merkt früh, dass sie wollen. Der Einwurf wird gefährlich. Da kommt Stefano Russo, Marcel Kostli außen. Und da ist Marc Schnatterer. Beste Chance bislang. Marc Schnatterer, nicht gerade als Kopfball ungeheuer bekannt. Der Ball landet eher zufällig bei Kostli. Und Marc Schnatterer obendrauf statt unten rein. Die Tabellen-18 aus Verl aber mit einem mutigen Auftritt. Die Mannheimer mit dem Versuch des Spielaufbaus. Ganz ruhig, ganz relaxed. Von wegen Donkor gegen Petkov. Petkov gegen drei Mannheimer. Das 1:0 für den Sportclub Verl. 15. Minute, die Führung für den SC. Lukas Petkov, der Torschütze. Der Fehler von Anton Lerner, Donkor, ein Ballverlust mit Folgen. Petkov macht das kraftvoll und gut, die Führung nicht unverdient. Die Mannheimer nach dem Gegentor in ihrem Vorwärtsdrang etwas gehemmt. Vielleicht jetzt nochmal. Donkor. Marc Schnatterer mit der Flanke. Martinovic, einen Kopf zu klein. Niklas Thiele, Schlussmann der Verler, rabiat die anschließende Ecke. Marc Schnatterer in den Fünfer, nicht ungefährlich, aber kein Mannheimer kommt an den Ball. Sapina klärt für den Sportclub Verl. Die Waldhöfer kaum noch mit zwingenden Möglichkeiten. Viel ist dem Zufall geschuldet, die letzten Minuten im ersten Durchgang. Langer Abstoß von Königsmann und plötzlich Dominik Martinovic. Freie Bahn, aber auch der 11-malige Torschütze ohne den erhofften Abschluss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte die beste Mannheimer Gelegenheit. Verl führt zur Pause mit 1:0. Der Platz aber um einiges schlechter als das Spiel. Waldhof-Coach Patrick Glöckner bringt zwei neue. Pascal Sohm soll offensiv mehr machen als Wagner bislang. Für Donkor kommt Alexander Rossipan. Der Waldhof muss mehr tun. Schnatterer und Höger beim Freistoß. Der Ball kommt zu Josef Boyamba. Boyamba, gute Flanke, aber keine Abnehmer. Bislang die Mannheimer mit wenig Mitteln. Verl hat so gut wie keine brenzlige Situation zu überstehen. Etwas mehr als eine Stunde ist rum. Der Coach und der Kapitän, per Zettel wird ein neuer Plan geschmiedet. Mannheim muss mehr Druck machen. Wenn hier noch was gehen soll, ist das auch nötig. Der eingewechselte Rossipan. Einfach mal nach vorne. Segert, Boyamba und am zweiten Posten Pascal Sohm, der Ausgleich. 63. Minute, der Waldhof ist wieder da. Und sofort gibt es die Info an alle. So müssen wir jetzt weiter spielen. Umstellung auf Dreierkette. Und was für ein Händchen von Mannheims Trainer Glöckner. Alexander Rossipal frisch im Spiel, bringt den Ball in die Gefahrenzone. Und der Torschütze, ebenfalls ein Neuling, Pascal Sohm mit seinem 4. Saisontor. Wie reagiert der SC Verl? Nico Hofsky bringt den Ball in den Mannheimer 16er. Eze Quem, Pech für Verl, Glück für Mannheim. Cotwell Eze Quem, 2,2 Meter groß, mit der Chance, sein Team erneut in Führung zu bringen.
Patrick Glöckner. Noch eine Viertelstunde, dann dieser Zweikampf. Ferenc Kodowski gegen Marcel Seger, den Kapitän. Ein heftiger Tritt. Gelb für Kodowski. Für Mannheims Spielführer geht es nicht mehr weiter. Aber auch ohne ihn ist noch alles möglich. Noch zwei Minuten. Mannheim will es. Boyamba im Fallen auf Pascal Sohm. Sohm und es steht 2:1 Mannheim. 88. Minute, tatsächlich noch der zweite Mannheimer Treffer. Die gesamte erste Halbzeit saß Pascal Sohm schmorend auf der Bank. Jetzt sogar ein Doppelpack. Ganz überlegt, Pascal Sohm. Die Nachspielzeit wäre geschockt, Mannheim immer noch bissig. Dominik Kota, er will's wissen. Holt sich den Ball, fährt Schlussmann. Dazwischen, doch da kommt Eginchir, Barış Eginchir. Das ist die Entscheidung. 3:1 Mannheim. Der Waldhof dreht das Spiel in Ferl. Aus einem 0:1 machen sie ein 3:1. Die kämpferische Leistung wird belohnt. Beide Torschützen kamen heute von der Bank. So etwas nennt man ein gutes Näschen. War ein bisschen verrücktes Spiel gewesen, weil der Gegner geht 1:0 in Führung. War zu dem Zeitpunkt ein bisschen überraschend, aber generell ist es ja hier nur schwer möglich, Fußball zu spielen. Wir mussten uns erst an die Verhältnisse gewöhnen. Der Gegner kennt die Platzverhältnisse, weiß, was hier los ist, und es hat halt einfach seine Zeit gebraucht. Für uns als Mannschaft, für den ganzen Club, für das Umfeld wollten wir einfach zeigen, dass wir noch da sind. Und wir gucken jetzt, was geht. Doppeltorschütze Pascal Sohm und seine Mannheimer haben sich heute eindrucksvoll zurückgemeldet.